Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Third und das ist ein Wikinger-Kampfspiel. Wir sind viel mit Pfeil und Bogen unterwegs. Wir sind in verschiedenen Arealen, Dorf oder Wasser zum Beispiel. Und ja, da werden wir mal ordentlich den Wikingern einen auf den Arsch geben, ja. Bei mir jetzt alles zum Thema VR und AR. Vielen Dank an meine Sponsoren Vultus VR, Opperman Events, Virtual Escape, Slim Beats und Aeroflight FS Flight Simulator. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ja, also wie gesagt, das Ganze ist ein Wikinger-Spiel. Wir kämpfen eigentlich die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen. Die Story geht darum, wir sind in einem friedlichen Dorf unterwegs eigentlich. Und ja, das wird dann attackiert von bösen Feinden, die wir dann natürlich vertreiben müssen. Das Ganze ist eine Art Rail-Shooter. Das heißt, wir können jetzt nicht uns frei hier irgendwo rumbewegen oder teleportieren, sondern wir sind in unserer Raumfläche und können dann 2x2 Meter rumlaufen, sage ich jetzt mal. Oder ja, je nachdem, wie ihr euren Raum habt, zum Beispiel hier so könnt ihr rumlaufen. Aber mehr geht auch nicht. Ja. So, das Ganze ist sehr einfach zu lernen. Wir haben quasi nur 2 Knöpfe. Wir können einfach nur den linken Trigger und den rechten Trigger benutzen, um Pfeil und Bogen oder halt das Schwert zu schwingen. Das Spiel ist im Singleplayer in der Kampagne möglich oder auch von 2 bis 4 Leuten im Koop-Modus. Am Anfang gibt es ein ganz kurzes Tutorial, das ist sehr kurz, da wird einfach nur gezeigt, wie bedient man den Bogen. Das ist, eigentlich braucht man kein Tutorial, das ist Quatsch, ja. Und so, dann startet man das Spiel und was mir am Anfang direkt aufgefallen ist, die Grafik, obwohl ich das auf episch gestellt habe, das war schon auf episch gestellt, das ist sehr, sehr unscharf. Ja, also die Einstellungen sind furchtbar, also das sieht vor allem im Hintergrund sehr, sehr unscharf aus. Da kann man natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, noch ein bisschen hier mit Super Sampling rumschrauben, aber schade, dass das nicht von Anfang an so aussieht. Dann habe ich Probleme gehabt mit den 3D-Darstellungen der Bäume, das sah aus, als wenn die 3D an sich total invertiert, also falsch rum wäre, merkwürdig, obwohl ich das mit der Index gezockt habe, ganz normal. Die Animationen der Feinde, die sehen wirklich scheiße aus. Also die gehen dann teilweise irgendwie so seitlich. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist natürlich nicht so super. Dann kann es ab und zu mal vorkommen, dass die Gegner irgendwie so den Hang da hochgekrabbelt kommen oder wenn du im Boot bist, kommen die dann da hochgekrabbelt und dann kannst du noch nicht mal automatisch das Schwert wechseln. Das macht ja alles automatisch. Du hast dann auf einmal das Schwert in der Hand und machst einmal so. Also stumpfer geht's im Prinzip nicht. Das ist sehr, sehr schade. Also alles ist sehr, sehr geskriptet. Die Sprache ist auch immer gleich. Dann sagt er zum Beispiel immer Protect women and children die ganze Zeit. Oder im Boot sagt er dann Protect the ship oder sowas. Das ist auch sehr nervig. Zwischen den einzelnen Levels gibt es kurze Zwischensequenzen, die sind ganz interessant gemacht, aber auch jetzt nichts Großartiges. Bei dem Level, wo wir mit dem Schiff unterwegs sind, da ist mir aufgefallen, dass die Bäume irgendwie so copy-paste aussehen. Alles sieht relativ gleich aus. Das ist schade. Die Soundatmosphäre fand ich ganz gut. Also man hört im Hintergrund immer so Wasser, wenn du auf dem Schiff bist. Und ja, so ein paar Vögel, das fand ich ganz witzig. Ab und zu hat man sogar kleine Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn man zum Beispiel links oder rechts gehen will, dann muss man so oft so Pfeile schießen. Ja, so sieht's aus. Also das Spiel kostet auf Steam 18,99 € oder 19,99 $. Und die Gesamterfahrung ist ist irgendwas zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Und dafür ist das natürlich zu teuer. Ganz klar, das ist völliger Mumpitz. So kann man es nicht machen. Das geht einfach nicht und insgesamt kann ich das gar nicht empfehlen. Also auf Steam steht, die verhindern Motion Sickness, das ist wahr. Also man kann das gut als Anfänger zocken, weil es gibt keinerlei Motion Sickness. Aber also da würde ich lieber so Elven Assassin oder sowas vielleicht spielen oder sogar The Lab, einfach diese Pfeil und Bogen, das fand ich irgendwie noch besser. Aber so, ja, vom Pfeil und Bogen fühlt sich so ganz gut an, aber auch nichts Besonderes. Der Schwertkampf ist völliger Mumpitz. Ja, Third war das. Von mir gibt es keinen Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de